Was geht ab? Na? Na? Seid ihr gut durch den Tag gekommen? Habt ihr den Wochenstart überlebt? Oder denkt ihr jetzt schon wieder, boah, lass die Woche rumgehen, wann ist endlich Wochenende? Ja, dann schaltet doch jetzt einfach mal ab, also jetzt nicht bei dem Video, sondern einfach im Kopf und tut euch den Nonsens der Woche an, hier bei Good Random Night. Intro ab. Und damit einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Randoms. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Good Random Night. Hier bei Alles Random, immer mittwochs um 18 Uhr. Wir sind schon bei Folge 21 angekommen. Und ja, mal wieder die Frage, seid ihr gut in die Woche gestartet? Wie war euer Wochenende so? Was habt ihr so getrieben? Was war so? Was ging so ab bei euch? Sagt's doch mal. Habt ihr vielleicht bei einer Pickshow mitgemacht? Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ja, also wenn du mal einen Horrorfilm drehen willst, brauchst du nur auf so eine Pickshow gehen, suchst dir die zwei, drei Kandidaten mit dem krassesten Blick aus und castest die einfach, oder? Crazy, oder? Es gibt Hobbys, ne? Die sind einfach crazy. Aber hier musst du selbst nur ein bisschen durch sein. Aber es gibt auch so, sagen wir, Veranstaltungen oder sagen wir das nette Wort Schulungen, wo man auch als introvertierter Mensch immer wieder, sagen wir, gefordert wird, den größten Bullshit überhaupt zu machen. Und das wird dann verkauft als Befreiung, sich wohlfühlen, einfach mal aus sich herausbrechen. Ich spreche von sowas hier. Ganz ehrlich, Leute, für mich ist das der Grund, warum ich solche Schulungen, solche Versammlungen immer schrecklich fand. Schreibt mal gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Ich weiß, einige sind der Meinung, das hilft wirklich dabei, lockerer zu werden. Und ja, die Introvertierten, die das überhaupt nicht wollen, die müssen ja nicht. Schon mal was von Gruppenzwang gehört? Noch nie? Noch nie. Ich dachte ja, dass wir das mit den 2000ern hinter uns gelassen hätten. Aber anscheinend gibt es das immer noch. Gerade frisch im Internet gefunden und gedacht, wow, ich bin so froh, selbstständig zu sein. Ich bin so froh, selbstständig zu sein. Wow, wow, wow. Und damit verdienen Leute Geld. Und einige machen das ja dann auch wirklich, weil sie Spaß daran haben. Warum wollen Sie für das Finanzamt arbeiten? Ich liebe es, Menschen leiden zu sehen. Am liebsten würde ich Sie sofort einstellen, aber ein paar Fragen muss ich noch stellen. Sie lieben es scheinbar auch, mich leiden zu sehen. Gut erkannt. Spaß haben einige auch daran, endlich Buberts in der Öffentlichkeit zu sich nehmen zu dürfen. Also bis auf in Bayern, denn da muss man aufpassen, dass die Stasi nicht hinter der Ecke oder Markus Söder hinter der Ecke hervorkommt und sagt, du nicht! Ich habe gesehen, das waren keine 100 Meter Sichtweite zur Schule. Nee, so nicht. Hallo, hab dich gesehen, Verwarngeld. Geht so nicht. Ja, ja. Aber der Spaß vergeht uns demnächst auch noch woanders. Also was sage ich uns? Ich kiff gar nicht. Aber euch vielleicht. Nämlich am Bahnhof. Die Deutsche Bahn will nämlich ihre Hausordnung ändern. Seine Hausordnung? Ihre Hausordnung? Ihre Hausordnung ändern und zwar zum 1. Juni 2024. Und in dieser neuen Hausordnung steht dann drin, Buberts verboten. Ja, man soll nicht an deutschen Bahnhöfen rauchen dürfen. Also das eine Zeug. Das andere darfst du noch rauchen in diesen Zonen. Aber kiffen eben nicht. Und jetzt kann man da stehen, wie man will zu. Ich finde das in Ordnung, weil da sind ja eben auch Kinder unterwegs und viele Leute wie ich, die diesen Geruch einfach überhaupt nicht abkönnen. Und wenn das dann auch noch in die Züge reinflutscht, dann ist er irgendwann mal vorbei. Are you happy to be in Paris? Aber ja, das Buberts-Thema ist seit dem 1. April wieder so richtig oben auf. Was natürlich daran liegt, dass es jetzt ein Gesetz gibt, was sagt, ich darf Buberts anbauen zu Hause mit zwei Pflanzen und ich darf sogar in einen Buberts-Verein. Das Problem ist aber, dass dieses Gesetz da, was es da so ist, was so gibt, das hat ganz viele Fragen einfach noch nicht beantwortet. Und jetzt ist es natürlich so, dass in verschiedensten Bereichen Leute auf einmal aufschreien, Finger heben und sagen, hier nicht, so wollen wir das aber nicht und jetzt müssen wir erstmal lernen, damit umzugehen. Aber so ist das eben. Das
dauert eine Zeit und irgendwann haben wir uns dann gefunden und dann ist der Aufreger auch nur noch ein kleiner. Ich bin ja eh gespannt, was die CDU macht, wenn die die nächste Regierung stellt. Machen die ja dann eigentlich mit den Grünen? Kriegen die dann wirklich Buberts illegal wieder durch? Ich bin mir da nicht wirklich sicher. Du reibst den Hanfblock zu kleinen Bröseln, die du dann in den Joint packen kannst. Ein Grinder, ja. Okay, ein Grinder. Aber ja, egal. Sicher bin ich mir dafür, dass ihr wunderbare Freunde seid. Leute, ich möchte mal Danke sagen für 13.000 Abonnenten hier bei Alles Random, meinem kleinen Projekt. Und ich möchte auch mal Danke dafür sagen, dass ihr am vergangenen Sonntag die erste Folge Random Guest geschaut habt. Ich weiß, Kamera noch ein bisschen unscharf, Blickwinkel, Kamerawinkel nicht so geil. Aber hey, das war die Pilotfolge, wir müssen jetzt erstmal besser werden. Aber ich find's geil, wie positiv ihr auf diese Folge reagiert habt. Und Folge 2, ja, die ist längst im Kasten und kommt auch bald. Kommt! Ich würde mich auch da freuen, wenn ihr einschaltet. Und ich möchte einfach mal Danke sagen, dass ihr reingeschaut habt. Und Danke sagen, dass ihr so tolle Menschen seid. Eine tolle Community, tolle Freunde. Jede Zeile nur für dich, jede Zeile ist aus Gold. Jeden Satz schreibe ich voll mit Ehre und mit Stolz. Jeden Tag, den ich habe, habe ich mit dir. Sommer 23, unser Lebenselixier. Ach, und da ihr ja so eine tolle Community seid und gerne einfach kommentiert, können wir bitte für die folgende Dame ihre Frage beantworten. Ich glaube, die braucht Hilfe. So, jetzt möchte ich aber mal wissen, wer das hier ist, diese Fixie Hartmann. Der, es wird überall im Live, wo ich drinne bin im Live, gerade auch wieder bei jemand, Fixie Hartmann reingeschrieben. Wer ist das überhaupt? Ja? Also Fixie Hartmann, melde dich mal hier auf das Video. Wer bist du überhaupt? Bist du ein Mann oder eine Frau? Fixie Hartmann, bitte melden. Aber hey, nochmal zurück zu schlechter Musik. Ja, dieser Typ, ich weiß nicht, wo die alle mittlerweile herkommen. Ich meine, ich sag's immer wieder, wo bist du mein Sonnenlicht, ist doch schon so lang her. Brauchen wir sowas wirklich noch oder kann das weg? Also ich bin Verletzteres. Aber dann kommt Laura Müller plötzlich um die Ecke. Ich dachte, die wäre in der Versenkung verschwunden, aber nee. Ist sie nicht. Laura Müller existiert noch. Und zwar mit ihrem Typen. Wie hieß der nochmal? Jetzt, also ernst gemeint, wie hieß der nochmal? Egal. Laura Müller ist da. War auch die ganze Zeit da. Vor allem auch auf Social Media. Wie zum Beispiel OnlyFans und Instagram. Und vor allem das in Paarung hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. So hat Laura Müller auf ihrem Instagram-Account nämlich unter anderem ein Bild gepostet, wo sie leicht bekleidet neben zwei Männern zu sehen ist. Und viele gingen davon aus, sie würde damit anteasen, dass bald das erste Erotikfilmchen, wenn nicht sogar der erste Porno, auf dem OnlyFans-Account der Müllers erscheinen könnte. Und ja, ihr kleinen Wichtel da draußen, ihr wart doch da richtig geil drauf. Ihr habt doch sicherlich sogar noch ihren Playboy bei euch zu Hause liegen, oder? Oder sehe ich das falsch, Jungs, Mädchen, wer auch immer? Sind wir mal ehrlich, Laura Müller ist jetzt auch keine hässliche Frau. Also, man kann ja halten, was man will von der, hässlich ist sie nicht. Oder? Oder? Nee, ist sie nicht. Ich finde, sie ist eine ganz ansehnliche. Alles andere ist ein anderes Thema. Aber ja, Laura Müller hat uns natürlich nur verarscht. Es ging gar nicht um OnlyFans, sondern um ihren Song Superstar. OnlyFans, ein Superstar, habe 100.000 Follower. Maxe meinen Hintern, er ist prall und rund. Ich brauch keinen Filter, denn ich bin noch jung. Leute, ich muss mich erstmal kurz beruhigen, denn habt ihr das Musikvideo zu Superstar von Laura Müller auf YouTube geschaut? Also, wenn ihr es denn gefunden habt, denn eine Zeit lang war das auf YouTube gar nicht so auffindbar, wie man das vielleicht gedacht hätte. Und das wurde sogar zum Thema gemacht auf diversen YouTube-Kanälen. Und Laura Müller hat gesagt, das ist Zensur, das geht so nicht. YouTube versucht, irgendwie mein Video zu verbergen, weil ich ein bisschen nackt bin, also halb auch nicht ganz, das ist zu erotisch. Ja, so ungefähr, ist aber ein bisschen anders, denn ja, das Video konnte man wirklich teilweise die Tage nicht finden, was daran liegt, dass YouTube es ab 18 eingestuft hat. Sprich, man muss seinen YouTube-Account ab 18 verifiziert haben, damit man das Video sehen konnte. So einfach ist das, ist übrigens bei Disney Plus auch so mit den FSK 18-Inhalten. Nur um das mal gesagt zu haben. Aber ja, Laura Müller hat einen Song rausgebracht. Und dieser Song,
Ich weiß nicht, ob das gegen die Ehre der Musikproduzenten, Singer, Songwriter und Co. geht, wenn man sagt, das ist ein Song, denn ich weiß nicht, ob das wirklich ein Song ist. Ich habe mich so ein bisschen in die 2000er Jahre zurückversetzt gefühlt und mich gefragt, warum wir uns damals eigentlich über Wap Wap von Baby's Beauty Palace so aufgeregt haben, weil das war hingegen ein Song und das hier, wow. Das ist wirklich Kategorie von Wo bist du mein Sonnenlicht trifft auf Katja Krasavice. Und zwar die ersten Songs von ihr. Neue Songs kenne ich gar nicht. Sind die besser geworden? Ich glaube nicht. Leute, was hat die denn sich dabei gedacht? Also klar, dieser Song ist im Endeffekt nur Werbung für ihren OnlyFans-Account und um sich nochmal anders zu präsentieren und mit ihren Reizen zu spielen. Hat ja wohl funktioniert. Also zumindest bei 1,2 Millionen Leuten, die das sich angeguckt haben. Eventuell auch nicht. Auch nur, um sich darüber zu ergötzen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Jetzt mache ich schon wieder so viele Händchenspiele hier. Denken die Leute wieder was Falsches von mir. So nicht, Leute. So nicht. Ja? Wir sind hier nicht oberflächlich bei Alles Random. Auf gar keinen Fall. Ja? Aber ja, Laura Müller ist wieder da irgendwie. Mit einem Song, wo sie mehr Sprechgesang macht, aber der Sprechgesang auch eher wow ist. Und ich wirklich so ein bisschen, ich sag mal so, die Person, die das alles geschnitten hat, die diesen Song produzierte, diese Person tut mir richtig, richtig leid. Zumindest wenn sie nicht selbst der Überzeugung war, dass es gut ist, sondern es nur fürs Geld gemacht hat. Denn wenn du so ein Musikvideo schneidest, musst du den Song ja 1000 Mal hören. Gefühlt. Wahrscheinlich auch mehr. Stellt euch das mal vor. Ihr müsst euch diesen Song wieder und wieder und wieder anschauen und anhören. Und oh Gott. Das war jetzt auf einem Niveau, wo ich denke so, weiß ich nicht, ne? Aber auch Produktionstechnik, Leute, das ist für mich mega belastend zu hören. Die Vocals sitzen nicht im Mix. Es ist gefühlt mit einer Kartoffel aufgenommen. Ich habe wirklich gedacht, wenigstens in der Produktion haben sie sich Mühe gegeben, wenn der Text schon echt, boah, schwierig ist. Aber in dieser nicht oberflächlichen Aussage von Good Random Night sind wir noch nicht durch mit Frauen, die gerne sich in Unterwäsche zeigen, in Bikinis zeigen, Frauen, die sich gerne vor der Kamera rekeln. Denn ein Thema habe ich noch für euch, ein Thema und zwar Bachelorette. Denn die diesjährige Bachelorette, die ist bi. Mir ist ganz wichtig, Humor, Offenheit, Ehrlichkeit, Deep Talk führen können und gemeinsame Interessen. Ob es ein Mann oder eine Frau ist, ist mir eigentlich egal. Leute, aber jetzt mal ganz kurz. Habt ihr euch diesen Spot angeguckt von RTL, wo angekündigt wird, sie steht auf Männer und Frauen, ist völlig egal. Habt ihr ihn euch angeguckt? Ich meine, diese Frau wurde ja zurechtgemacht, die wurde ja geschminkt. Aber können wir mal bitte, Antonio, können wir mal ganz kurz ranzoomen an ihre Nase? Sind das Wimpern? Sind das abgesäbelte Nasenhaare? Was ist das? Ich dachte erst, das wäre auf meinem Laptop. Aber ist es nicht. Nee, das ist in dem Spot drin. Einmal mit Profis arbeiten, Leute. Einmal, ich sag's immer wieder, einmal mit Profis arbeiten. Aber zurück zum eigentlichen Inhalt. Stella Stegmann ist die neue Bachelorette. Und die neue Bachelorette, die ist bisexuell und sucht Männer und Frauen. Ja. Das hier ist übrigens Stella Stegmann. Also, ich glaube jedenfalls, dass sie das hier auf LinkedIn ist. Denn irgendwas passt da nicht. Denn, ja, sie hat nicht so viele Kontakte und anscheinend hat sie seit ihrem Studium auch nicht mehr allzu viel angepasst. Aber nach dem Bild her würde ich sagen, das ist sie, oder? Aber ihr Geburtsdatum ist da der 7. August und im Internet steht überall 9. August. Aber es ist auf jeden Fall sie hier. Kennt ihr sie von Instagram und TikTok? Da macht sie solche Beiträge zum Beispiel. Let's talk about Sex durch die Hintertür. Ihr wolltet unbedingt ein Real Talk zu diesem Thema. Schon mal ein Tipp zu Beginn. Wenn ihr mit einem Analplug vordehnt, achtet darauf, dass er so einen Stopper hat. Und auch solche Beiträge. Leute, ich habe eine Frage für euch. Denkt ihr, dass der durchschnittshetero Mann mehr Sex hat als die durchschnittshetere Frau? Falls ja, erklärt mir das bitte mal. Und ja, sie ist Playmate und eben auch Model. Und wie sie sich selbst bezeichnet, Content Creatorin. Ja, die 26-jährige, in Frankfurt geborene, nun in München lebende, die ist Content Creatorin und die möchte im Internet so ein bisschen über
das angestaubte Thema Sex sprechen. Sie möchte der Welt zeigen, Leute, es gibt mehr als Mann und Frau. Es gibt eben auch Bisexualität und genau das möchte sie nun auch in der Show, die Bachelorette, noch mal so ein bisschen klar machen, so ein bisschen auflockern, indem sie ihre Rosen eben an Männer und Frauen verteilt. Denn das Geschlecht ist ihr egal. Was aufmerksame Netflix-Zuschauer aber auch schon wissen, denn Stella Stegmann, die war bereits bei Too Hot to Handle bei Netflix zu sehen. Und sagen wir so, da ist sie mit einer Frau rausgegangen. Während der Show hat sie damals noch mit Tobi rumgeknutscht. Habe ich auch nur gelesen, ich habe es nicht geguckt, Leute, ist nicht mein Genre. Und danach ist sie aber mit Anna zusammengekommen. Und mit der war sie auch zusammen, bis vor einiger Zeit. Und dann hat sie sich halt von ihr wieder getrennt. Und jetzt ist sie bereit für die nächste große Liebe. Oder auch einfach nur Lebensabschnittsgefährtin. Ja, was nicht zu verurteilen ist, das versteht ihr bitte nicht falsch, ja? Aber hey. Let's talk about boobies. Wisst ihr, warum die Boobs größer werden, wenn man die Pille nimmt? Ich verrat's euch am Ende. Aber ich meine, es ist ja wohl ein Highlight für Deutschland, dass die Bachelorette nun Männer und Frauen um ihr Herz buhlen lässt. Oder? Ich meine, ist schon ein Highlight. So weit sind wir jetzt hier in Deutschland. Ich bin ja gespannt, wann die erste Bachelor-Staffel kommt, wo das so ist. Das wäre doch mal was, oder? Ja, das ist der nächste Schritt für RTL. Ich sag es euch, das ist der nächste Schritt, Leute. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde ihre Videos ganz schrecklich. Kennt ihr das? Man guckt so Videos, die immer einem so in die Timeline gespürt werden und man denkt so, also gar nicht inhaltlich. Ich finde in Ordnung, was sie da macht, soll machen, was sie will, aber boah, diese Aggressivität in ihrer Stimme. Wow. Numero 4. Kennt ihr Levi von TikTok? Der macht TikTok noch gar nicht so lange, aber ich verlinke ihn euch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Denn Levi, der hat eine ganz besondere Art, Videos zu machen, wo er gerne einfach mal sehr frontal Fragen stellt und Dinge auseinander nimmt, wie zum Beispiel das Schneeballsystem des vermeintlichen Unternehmens iGenius, die sich dann wiederum versuchen auf TikTok zu Wert zu setzen und er sie jedes Mal wieder auseinander nimmt. Es hat wirklich nur 3 kurze Videos und 15 Minuten Google-Recherche gedauert, um die ganze Network-Marketing-Blase on fire zu setzen. Es war so sehr on fire, dass sich der Chef von so einer Schneeballfirma genötigt gesehen hat, am Sonntag ins Büro zu gehen und ein Statement-Video aufzunehmen. Hi, mein Name ist Rocco, ich bin 27 Jahre jung, einer der größten Führungskräfte der Firma iGenius. Leute, ich kann das jetzt hier nicht ausbreiten in diesem Video, aber ich kann es euch einfach nur empfehlen. Levi auf TikTok, mein Highlight definitiv der Woche, wenn nicht sogar des Monats. Da schaue ich lieber rein, als mir diese sehr unnatürliche Art von Stella zu geben. Ja, vielleicht schaue ich aber mal bei die Bachelorette rein, weil ich bin ja neugierig. Ich habe ja FOMO. Was heißt FOMO? Antonio, kannst du das bitte für alle Leute, die das nicht wissen, hier hinschreiben? Das wäre sehr nett. Danke. Leute, das war's schon wieder mit dem Nonsens-Video Good Random Night. Ich weiß, viele von euch sind jetzt traurig und andere denken sich, endlich ist der Scheiß vorbei und fragen sich warum habe ich diese Kacke geguckt? Das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Aber darum geht's gar nicht. Ihr solltet doch euer Gehirn abschalten. Habe ich doch am Anfang der Show gesagt, oder? Schaltet doch jetzt einfach mal ab. Also jetzt nicht bei dem Video, sondern einfach im Kopf. Oder? Ja, seht ihr? Also jetzt nicht beschweren, ja? Und ja, wir sehen uns die Tage wieder. Ich weiß noch nicht, mit welchem Video. Aber wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne mein Video über Xavier Naidoo oder aber auch meine Random-Guest-Folge mit Markus Grimm. Verlinken wir euch jetzt gleich in der Endcard. Ja, ist das ein Deal? Ist ein Deal, oder? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Wann auch immer wir uns wiedersehen. Wie hat das nochmal Truman gesagt? Komm, Truman, bitte zeig mir nochmal Truman. Wie macht das Truman, Antonio? Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Danke, Antonio. Und zum Abschluss müssen wir trotzdem noch einmal, ich möchte euch noch einmal da reinreißen in dieses Rabbit Hole. Ich verabschiede mich mit Stella. Wir sehen uns nächste Woche. Cheerio. Und jetzt wird's ernst. Ich habe mir überlegt, ich mache eine 2-wöchige Beginner-Workout-Challenge. Danach habt ihr genauso einen Bizeps wie ich. Nicht vom Workout, aber ich schenke euch den. Das war ein gutes Ende.